braucht es eigentlich sowas wie Jugendpolitik? Ich glaube, dass eigentlich alle politischen Themen Jugendliche und junge Menschen etwas angehen. Nehmen wir einmal das Beispiel des sogenannten Fachkräftemangels. Da wird gerne behauptet, junge Menschen heutzutage seien viel zu schlecht ausgebildet. Aber woran liegt das eigentlich? Viele Jugendliche in Hessen finden keinen Ausbildungsplatz und wenn sie einen finden, ist er oft nicht besonders gut bezahlt und hat oft auch schlechte Ausbildungsbedingungen. Vor allen Dingen in Dienstleistungsberufen und im sozialen Sektor sind die Ausbildungsbedingungen immer noch sehr schlecht für Auszubildende. Deswegen wollen wir eine Mindestausbildungsvergütung und eine bessere Kontrolle und Regulierung von Kinderschutz und Arbeitszeitbedingungen in der Ausbildung. Gleichzeitig wollen aber auch viele junge Menschen an die Hochschulen und gar keine Ausbildung machen. Deswegen ist es dringend notwendig, dass alle jungen Menschen die Möglichkeit haben, an die Hochschule zu gehen, egal ob sie Abitur haben oder einen Realschulabschluss. Aber auch andere politische Themen für Jugendliche, die ihnen auf der Seele brennen, wie zum Beispiel die Legalisierung von Cannabis. Noch nie hat ein Verbot dazu geführt, dass weniger Menschen Rauschmittel konsumieren. Im Gegenteil, der Handel hat sich auf den Schwarzmarkt verlagert und man konnte das alles gar nicht mehr kontrollieren. Und trotzdem haben die Menschen es weiter konsumiert. Deswegen, die Linke setzt sich für eine Legalisierung vom Konsum von Cannabis ein. Besser grenzenlos dicht als dichte Grenzen. Am 28.10. Die Linke wählen.